So, da unten ist der Seeleitengipfel, wo wir herkommen. Gewaltig. Schaut euch das an. Wenn ich es gut erkennen kann, genau da, oder? Ist der ja, das ist der Ötscher. Da kann ich ihn auch eine Tour einblenden, habe ich mal Biwak gemacht. Und ja, Wahnsinn. Und da sieht man auch schön das Ausmaß von Hochschwabmassiv. Da hinten irgendwo versteckt sich der Hochwechsel. Und das Hochschwabmassiv geht bis ganz da hintere, das gehört auch noch dazu. Also ein riesiges Gebiet, gell? Und ja, weiß nicht, ob ich das dumme Schaf hätte. So, oder? Ich werde euch was sagen. Schaut her mal. Also in die Richtung, da kehre ich um. Gell? Da warten sie jetzt noch ein bisschen über 200 Höhenmeter zum Hochwechsel. Sag einmal eine gute Stunde. Da ich meinen Haxen aber nicht überanstrengen mag, werde ich da jetzt, das ist wieder auf der anderen Seite, habe ich, glaube ich, ein gutes Biwakplatzl gefunden. Und zwar da drüben, das schaut recht gut aus. Werde mir ein bisschen in die Latschen reinhauen. Und ja, morgen in der Früh werde ich dann das Gepäck ein bisschen erleichtern, werde ein bisschen was bunkern, das Zelt bunkern, Schlafsack bunkern, hat zwar nicht so viel Gewicht, aber doch, werde einiges bunkern, damit der Rucksack ein wenig leichter ist. Und mit denen werde ich dann das Stickel dann gleich auf zum Hochwechsel hatschen. Und dann passt es auch, glaube ich. Gell? Also, gehen wir mal zum Biwakplatz und suchen wir sie eins. Eins und schauen wir mal. Gell? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen könnt hinten. Hochwechsel erhebt sich ganz schön schon. Ich glaube nicht, ich zeige euch dann. Jetzt bin ich da einmal bei einem Wiesenkogel angekommen. 1855 Meter bergheil. So, da gibt es aber nur einen Stormhandel als Gipfel. Ah, der Wiesenkogel. Ja, und jetzt sage ich's. Hochwechsel. Das ist der Krautgartenkogel. Da drüben. Und das war der Hochwechsel mit 2003 oder 2009 Meter. Ja. Also wie gesagt, da hinten die hohe Feitsch, wo ich schon mal drum war, übers Rodel da. Dann haben wir da, das ist der Rauschkogel, da war ich noch nicht drum. Und das ist da, wo ist er? Das ist da erfunden. Das ist der Hochhanger, da war ich im Winter mit Schneeschuhe drum. Und ganz dahinter sieht man Hochland, da habe ich erst der Biwak gemacht. Gell? Wahnsinn. Und da kommt eh schon das
Hochschwabmassiv, Festringstor. Ja, Wahnsinn. Dahinter ist irgendwo der Hochschwabgipfel. Da hinten drüber. Da sieht man Hochwechsel, wo ich noch nicht weiß, ob ich ihn überhaupt Bock morgen. Schaut doch noch recht weit aus. Ja, ein Traum. Und ja, da sieht man dann in Hochdürnach. Da war ich schon drum. Und dahinter ist dann die, wenn ich es richtig deuten tue, ja, das wird sein, die Kreiterin mit dem Fadenkampe. War ich auch schon drum. Gibt es auch ein Video dazu, das tue ich alles. Oman verlinken mehr oder weniger. Dann hat man da hinten einen Türnstein mit der Scheibe, war ich auch schon drum, gibt es auch ein Video, das werde ich auch verlinken. Ja, was gibt es noch zum Sehen? Gibt es genug da vorne? Das sind die Zellerhütte. Ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4 Zellerhütte. Verlinke ich genauso das Video. Dahinter dann der Ötscher. Daneben die Gemeindealpen. Ein Wahnsinn. Und da drunten sieht man halt auch, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, Maria Zöllerland ist da drunten. Tiroler Kogel dahinter irgendwo. Ein Traum. Ja, voll bärig. Ja, Biwakplatzl habe ich auch schon gefunden, ein schönes zwischen den Latschen drinnen. Und ja, das werde ich da aufbauen und morgen in der Früh werde ich dann sehen, ob ich da Hochwechsel aufbekomme, was der Haxen sagt, ob der mitspielen wird oder nicht. Wenn nicht, war es auch bis jetzt eine recht feine Tour mit der Seeleitenspitzen da unten. Gell? Und ja, hat passt so oder so. Ich hab da ein wenig aufpassen müssen, sind Kühe rumen und ich will da echt keine Unruhe stiften oder was, man hört eh so viel und ich hab den allergrößten Respekt vor den Tieren, gell? Das ist halt mehr oder weniger einer Platz da und da mieten wir jetzt über die Nacht gar 2 Quadratmeter, mehr hat man gezahlt eh nicht, aber es heißt schon immer ein wenig aufpassen, gell? Man weiß ja nicht, wie sie reagieren und ja, jetzt wie gesagt, ich habe mein Biwakplatzl gefunden, das zeige ich jetzt dann noch. Gell, bevor die Sonne untergeht. 19 Uhr ist übrigens. Knapp eine Stunde wird die Sonne da unten sein. Ja, man sieht schon, die Schatten werden länger. So, oder? Ja, da habe ich mein Biwakplatzl. Schöne Latschen drin. Ein bisschen an Schutz vom Wind. Und wie gesagt, weniger Wind, ist ein bisschen weniger kalt. Wird sicher angenehm heute. Wir sind auf 1855 Meter und das wird sicher passen. Wenn wir die Kühe in Ruhe lassen, dann tue ich auch kein was. Und ja, da geht die Sonne unter. Hab quasi bis zum Schluss eine Sonnendreher. Und wenn man auf die andere Seite geht, da wo die Sonne wieder aufgeht in der Früh, dann schaut das auch so aus, dass ich dann relativ bald da werde, die Sonne dann aufgehe, denke so in die Richtung und ich werde dann ziemlich bald eine Sonne abkriegen dann. Gleich in der Früh, perfekt eigentlich. Sehr cool.
gewaltig. Ei, was wird das wieder für eine bärige Nacht werden? Jo, mittlerweile ist richtig frisch geworden und ja, finster. Hinter mir der leuchtet der Mond, der Halbmond. Genial. Und jetzt ja, haben wir jetzt ein Zeltne. Sonne ist untergegangen seit ja, knapp einer Dreiviertelstunde. Jetzt wird es frisch, wie gesagt, ein wenig. Jetzt haben wir ins Zeltne. Ja, perfekt, hatte ich gesagt. Ein Traum. So, da, ich liege mittlerweile in mein Zelt drinnen und ja, ich habe einen Stein übersehen, der liegt mitten unter mir. Herrlich, ein Traum, aber es macht nichts. Ich nehme es mit einem Lächeln. War nicht das erste Mal da. Ich bin ja auch nicht auf einem Campingplatz, gell. Und ich freue mich nicht auf die Nacht. Jetzt schauen, vielleicht kann ich wieder ein paar Sternenaufnahmen machen. War eine super bärige Geschichte. Und was morgen betrifft, in Hochweichsel, da bin ich mir echt noch sehr unschlüssig. Der Kopf hat sagen, mach auf jeden Fall, hau dich auf. Und der Bauch sagt mir aber, schau mal, wie es morgen in der Früh ist mit Haxen und überhaupt. Ich bin schon echt sehr dankbar, dass ich das machen kann, was ich über Jahre nicht machen habe können. Und ja, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Wenn ich nicht am Hochweichsel gehe, ist auch nicht schlimm. Der Berg wird mir nicht davonlaufen. Nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Und ja, jetzt, wie gesagt, in meinen Schlafsack liege ich schon rein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft's gut. Wie du es auch. Und ja, bis morgen in der Früh. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. Eine super herrliche Nacht geht zu Ende wieder mal. War super angenehm. Ui. Überhaupt nicht so frisch oder kalt, wie ich angenommen habe. Gut, der Wind hat es die letzten, ja, ab 2 in der Früh hat es der Wind ein bisschen frischer gemacht, aber es war noch zum Verkraften. Halb so wild alles. Jetzt haben wir es 5.30 Uhr in der Früh und ja, der Sonnenaufgang steht auch. Und ein gutes, warmes Kaffeescherl steht auch. So, dann schauen wir mal raus. Ui, ja. Genial, ne? So, dann wir stehen kurz vor dem Sonnenaufgang. Ja, Wahnsinn. Kann sich kaum abwarten. Die wärmende Sonne. Okay, der Himmel ist schon schick gefärbt rot. Und wird es nicht mehr lang dauern. So 10 Minuten, Viertelstunde. Dann kommt die Sonne. Ah, bärig. Der Wind geht ganz ordentlich.
Ja. So, oder ein Traum Sonnenaufgang, mehr oder weniger. Und ja, jetzt gibt es einmal einen Kaffee, einen guten und ein paar Klemanerschnitten dazu, dass man wieder warm wird. Und dann passt das einmal fürs Erste. So, oder? Ja, so, oder? Ich habe mich da jetzt verschanzt noch in der Windschorten da, in die Latschen drin, da wo ich einmal Biwak aufgeschaut gehabt habe, das was ich mittlerweile schon zusammengepackt habe. Und ja, wie geht es jetzt denn weiter? Ich habe mich entschlossen, den Hochweichsel näher zu machen. Die Vernunft ist größer, wie die Sucht nach einem Berggipfel zum Erreichen, einfach schon alleine deswegen wegen meinen Haxen. Und ich will es echt nicht übertreiben und ich muss sagen, ich bin schon überaus dankbar, dass ich das da machen kann. Langsam wieder und dass das wieder passt. Und ich denke, der Hochwechsel, der läuft uns nicht davon. Nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Und bevor ich dann irgendwas ist oder was, ich will es nicht außerfordern. Gell? Und ja, jetzt habe ich, wie gesagt, schon zusammengepackt. Meinen Kaffee habe ich schon getrunken. Und ja, jetzt steige ich dann schon langsam wieder runter. Es ist recht stürmisch und irrsinnig bewölkt. Ich weiß nicht, ob es noch aufgeht. Momentan schaut es echt nicht so rosig aus und von daher ist die Vernunft einfach größer. Also, nichts wie ungut. Ich hoffe, die Tour hat euch trotzdem gefallen ein wenig und das Biwak hat gepasst, sag ich mal soweit. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Tour wieder, wenn der Bergfechsel unterwegs ist. Also, bis zum nächsten Mal. Viert euch.